Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Mausakrobat und ich stelle euch heute in zwei Videos den AAT-60 und den Nemesis hier vor. Wenn ihr das andere Video sehen wollt, findet ihr auch, ist jetzt gleichzeitig hochgeladen, beide Videos auf dem Kanal. Ja, die beiden Fahrzeuge sind neu ins Spiel gekommen mit dem Mars Rover Event oder dem Cosmic Event, wie es auf Englisch heißt. Ja, und sind Inhalt der Boxen. Wir hatten ja so lange keine Boxen mehr. Gott sei Dank gibt es wieder Boxen. Ich finde, bei diesem Fahrzeug ist der Name tatsächlich auch Programm. Dazu kommen wir gleich. Was müsst ihr darüber wissen? Ja, diese Boxen, ich bleibe dabei. Die einzigen Boxen, die in meinen Augen wirklich Sinn machen, sind die Boxen zu Weihnachten und alles andere ist, gelinde gesagt, Geldmacherei. Und wer sich das leisten möchte, leisten kann, der soll sich das gerne kaufen. In den Boxen sind des Weiteren noch drin der M4190, braucht kein Mensch. Der G-Sort 1010 FB ist okay, braucht man aber auch nicht unbedingt. 56 TP unterirdisch, AMBT in meinen Augen unterirdisch. Lansen C auch nicht mehr so wirklich zeitgemäß. Der Bofors Tornwagen, auch wenn er gebufft wurde, für mich immer noch unterirdisch. Der Carry, ein Top Tier 8 Premium TD und einen KPZ07, mit dem man umgehen können muss. Sehr, sehr hohes Skill Cap, wenn man es kann. Auch ein Top Premium. Aber ja, die Auswahl an Premium-Fahrzeugen ist jetzt ehrlicherweise nicht so prickelnd. Und jetzt kommen wir mal ganz kurz zum Nemesis. Was bedeutet der Name? Das ist eine griechische Rachegöttin. Und in dem aktuellen Sprachgebrauch oder in unserem Sprachgebrauch redet man so ein bisschen von: Ich bin dein Nemesis, ich bin dein Untergang. Oder was wird noch so? Ich guck mal ganz kurz, ich habe mir Notizen gemacht. Du bekommst, was du verdienst. So wird es auch interpretiert. Und das passt vielleicht noch so besser. Also wer Geld in Boxen investiert hat und dann den Nemesis gezogen hat, der bekommt, was er verdient. Und damit würde ich sagen, schauen wir mal ganz kurz auf den Panzervergleich. Und dann habe ich selbstverständlich für euch noch Gameplay dabei. Ja, und du bekommst, was du verdienst. Irgendwie bin ich total abgelenkt von diesem riesen Werbebildschirm hier. Also ich kann es ja aber auch irgendwie nicht wegklicken. Scheiß drauf. Was bekommt man? Ne? Unterirdische DPM 1546. Wir kennen so eine unterirdische DPM schon vom 122 TM. Ihr seht das, der hat ein bisschen mehr Durchschlag, dafür ein ganz klein bisschen weniger Alpha. Hier haben wir 225 Durchschlag, 420 Alpha. Und ich habe jetzt einfach mal als direkten Konkurrenten auch den Renegade hier mit reingezogen. Ihr werdet auch gleich sehen, warum. Wir haben beim Renegade 700 Schaden die Minute mehr, also fast zwei Schüsse. Wir haben hier einen Alpha-Schaden von 360. Das ist natürlich nicht ganz so stark wie 420, aber vom Durchschlag her 1 mm besser. Und da hören die Nachrichten noch nicht auf. Wenn wir jetzt hier mal runtergehen, 2,40 Sekunden Einzelzeit. Also kein gutes Gunhandling. 2,21 Sekunden beim 122 TM. Die gleiche Einzelzeit beim Renegade und auch gleiche Genauigkeit. Ihr seht das hier, ne? Der 122 TM hat ein besseres Gunhandling. Der hat auch mehr Panzerung. Dazu kommen wir aber auch gleich. Dann hat der Renegade auch noch die deutlich besseren Dispersion-Werte. Beide haben 10 Grad Gun Depression, der 122 TM 8 Grad Gun Depression. Und jetzt guckt euch das an. Der Renegade ist ein Heavy, fährt 5 km/h schneller. Ja, der Nemesis nur 40 km/h, der 122 TM hier 50 km/h. Und wenn wir jetzt hier mal runterschauen, dann sieht das erstmal auch gar nicht so doll aus. Die Wannenpanzerung 70 mm, Turmpanzerung 254 mm. Hat nur 1300 HP, der Renegade 1500 HP und der 122 TM immerhin 1400 HP. Also auch hier schlechte Karten für den Nemesis. Dann kommen wir nochmal zur Camo. Die ist auch nicht wirklich pralle für den mittleren Panzer. 122 TM deutlich besser. Ja, 15% Chance auf Feuer und eine Sichtweite von 380 Meter. Jetzt kommen wir nochmal hier ganz kurz auf die Panzerung zu sprechen. Man könnte ja sagen, okay, wenn der so langsam ist und eine schlechte DPM hat, dann hat er bestimmt eine gute Panzerung, so wie der 122 TM. Nein. Also, Wanne 107 mm, Oberwanne 155 mm. Also das hier alles eigentlich für jeden Autopen. Unter der Kanone 205 mm, über der Kanone 230 mm, hier 228, 225 mm, ihr seht das, ne? Hier oben eine dicke, fette Kommandantenkuppel drauf mit 103 mm, 108 mm. Seitenpanzerung auch nicht der Rede wert. Hier sind wir bei 80 mm, hier vorne war irgendwo mal 130 mm. Hier haben wir ein bisschen Spaced Armor, 28 mm, aber insgesamt
Insgesamt sind es trotzdem nur 86 mm. Ja, Heck 38 mm, 50 mm. Also es ist mitnichten so, dass diese schlechte DPM wie beim 122 TM so ein bisschen aufgefangen wird durch eine geile Panzerung oder wie beim Bofors Tornwagen, sondern ihr habt auch noch eine beschissene Panzerung dazu. Und ja, Gunhandling nicht so dolle, DPM nicht so dolle. Du bekommst, was du verdienst. Und damit rein ins Match. Ja, die erste Runde, die ich euch mitgebracht habe, ist eigentlich eine perfekte Runde, um mal zu zeigen, wo ihr steht mit dem Nemesis. Wir sind auf Vardy, wir sind auch auf der guten Seite von Vardy gestartet. Wir haben 10 Grad Gun Depression, wir haben eine gute Kanone, die gut reinhaut, also die zumindest gut reinhaut. Ob sie jetzt gut ist, das werden wir uns gleich anschauen. Wir fahren in den Süden. Ich habe hier das Ganze ausgerüstet. Ansetzer, vertikaler Stabilisator, Turbo. Einfach um diese missliche Mobilität ein bisschen zu pushen. Man kann natürlich jetzt hier auch eine Lüftung wählen, man kann eine Zielführung wählen. Also es gibt noch einige andere Optionen. Ich habe mich jetzt hier für den Turbo entschieden, einfach um ein bisschen schneller unterwegs zu sein. Und damit kommen wir jetzt hier auch immerhin auf 50 km/h. Ihr seht auch, dass wir einiges an Backup hier bekommen. Ich bitte auch darauf mal zu achten, wir haben jetzt hier auch den direkten Vergleich mit einem Renegade, der hier mitfährt. Ja, um das jetzt hier schon mal so ein bisschen zu spoilern. Type 63, denke ich, sogar auch vergleichbar. Also es ist jetzt ja kein Parade mittlerer Panzer, sondern ehrlicherweise ist sein Einsatzgebiet ziemlich identisch mit dem eines Renegades. Groß snipen oder so kann man nicht. Wie ein KPZ oder so auf DPM spielen kann man nicht, sondern man will eigentlich so dicht wie möglich an die Gegner ran. Und auf der anderen Seite muss man aber auch genug Zeit dazwischen haben, seine schlechte DPM irgendwie zu kompensieren. So, den Schuss, das sah ja noch ganz gut aus. 380, Low Roll, aber wir haben den Schuss getroffen. T43 ist raus. Gegner, uha, eine Arti, die hier ganz vorne steht. Das ist natürlich sofort ein Prinzip, wo gehandelt werden muss. KV4 ist auch hier, jawohl. So, und mir war es jetzt hier tatsächlich wichtiger, auf die Arti zu schießen. Komm, ich habe ihm sogar gesagt, komm, geh weg. Und selbst auf die Entfernung schafft es, die Kanone noch daneben zu schießen. Aber der Renegade hat das gleiche Problem, schießt in den Sand. So, jetzt sind wir nach 13 Sekunden oder 13,8 Sekunden wieder nachgeladen. Also Ewigkeiten, wo man hier nichts zu tun hat oder in denen man, ja, im Reload sich befindet. So, jetzt geht's auf den KV4. Das ist eine gute Distanz. Damit können wir leben. 476. Die Schellen, wenn man dann eine leichte High-Roll macht, die schmecken natürlich, keine Frage. Und das ist auch so die optimale Kampfentfernung. Ich würde sagen, die Kampfentfernung auf den VK ist schon zu weit. Ja, ich ziehe extra lange durch, um ihn dann nur zu tracken. Und der VK4503, das ist der 7er, der hat nicht wirklich Panzerung. Ne? Also eigentlich, egal wo wir ihn treffen, sollten wir ihn penetrieren. Da oben 112er, Chito, die haben hier zu viel Panzerung. Der Schuss fliegt auch vorher in die Düne, in den Dreck. Der Renegade pusht jetzt rein. Ich stehe jetzt wieder 14 Sekunden und kann meinem Schuss im Dreck noch ein bisschen hinterherweinen. Dafür sollte der jetzt ja treffen. Das sind 200 Meter. Ja, und das, liebe Leute, ist die Erfahrung, die man so macht. Die Turmpanzerung, die kann ganz gut was bouncen. Keine Frage, haben wir jetzt hier auch gerade gesehen gegen KV4 und Chito. Jetzt zeige ich hier aber meine Wanne. Überhaupt gar kein Problem für den VK, zum Beispiel hier mit Standard-AP-Munition. Wir haben dann irgendwann beim vierten Schuss auch mal wieder was getroffen. Aber ich denke, ihr seht schon, was so das durchschnittliche Spielerlebnis ist. Jetzt habe ich immer auf die Premium APCR geschossen, aber Chito SP natürlich ziemlich overpowered und damit für uns mit APCR auch in der Position, in der er steht, schwer zu knacken. Jetzt ist da hinten in der Base ein SAPTK, noch ein T25 AT. Erstmal lange, lange zielen.
Und wie gesagt, die Wanne, es hat wirklich gar keiner ein Problem, euch egal in was für einem Winkel zu penetrieren. Von daher, man muss wirklich versuchen, immer high down zu stehen. Auf der anderen Seite, wenn die Leute eine gute Kanone haben, können sie euch halt auch jedes Mal durch den Turm schießen oder durch die Kommandantenluke. Wenn ihr gegen 9er und 10er fightet, die haben überhaupt gar keine Probleme, euch egal wo durch den Turm zu schießen. Dafür müssen die noch nicht mal Premium-Munition laden. Also das ist hier ja eigentlich schon auch ein gutes Matchmaking. So, ich habe jetzt darauf verzichtet, da auf den SAP-TK zu schießen und wollte jetzt hier auf den Progetto schießen. Lade jetzt auch hier wieder eine Stunde nach. So, gut vorhalten. Und der Schuss auch wieder im Dreck gelandet. Also sobald man mal versucht, auf über 200 Meter irgendwie ein Ziel zu bekämpfen, verlässt einen die Kanone einfach absolut zuverlässig. Ja, die Betonung liegt auf die Kanone verlässt einen absolut zuverlässig. Man muss wirklich gucken, dass man die Kampfentfernung so gering wie möglich hält. Und wie gesagt, da ist halt auch das größte Problem, was ich mit dem Fahrzeug habe. Kampfentfernung niedrig halten, aber DPM ist auch niedrig. Das heißt, wenn man in einer 1 gegen 2, 1 gegen 3 Situation ist, dann seht ihr schon mal ganz schnell ganz schön alt aus. Und je dichter man am Gegner dran ist, umso einfacher kann der Gegner natürlich auch auf euch schießen. Und bei einer kaum vorhandenen Panzerung wird es dann halt schwierig. Für mich der Renegade hier, ist auch nochmal ein schönes Bild, ganz klar der bessere Tank. So, eine zweite Runde habe ich noch für euch dabei. Wir sind auf Paris unterwegs in einem ziemlich ähnlichen Matchmaking. Wir haben den Großteil oder die Hälfte 8er und dann die andere Hälfte 7er. Also auch hier wieder eigentlich so mitunter das bestmögliche Matchmaking, was man bekommen kann in dem Fahrzeug. Ja, und selbst hier ist der Panzer halt auch wieder am struggeln. Ich habe mich jetzt hier auch dazu entschieden, in Richtung der Heavy-Gasse zu fahren. Ich denke, dass man hier auch mit dem Fahrzeug relativ selten irgendwie sneaky fährt, sondern man versucht halt, Halldown-Positionen zu besetzen oder man versucht halt irgendwie, die Heavys weitestgehend zu unterstützen. Jetzt gegen schnell feuernde mittlere Panzer, die auch keine Probleme haben, euch zu penetrieren, sei es zum Beispiel ein Progetto, sei es ein CS-52 Lease, da in einer 1 gegen 1 Situation, da seht ihr halt ziemlich schlecht und alt aus. Deswegen müsst ihr immer gucken, dass ihr zum Beispiel sowas hier macht. Ne? Ihr kassiert 254 vom Progetto, gebt ihm 438, einfach besser traden, aber dann nicht euch wiederfinden in einer Auseinandersetzung mit mehreren Fahrzeugen. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass man das auf dem Schirm hat. Im besten Fall kassiert man dann auch gar nichts zurück. Ja, das war jetzt hier ein guter Plus-Trade. Der Progetto ist aber auch sehr, sehr gierig, muss man sagen. Ja, und dann kann man dabei zugucken. Immerhin, das Beste an dieser langen Reload-Zeit ist, ihr könnt euch sicher sein, wenn ihr wenn ihr jetzt hier schießt und ihr fahrt in Deckung. Wenn ihr wieder nachgeladen seid, seid ihr auf jeden Fall wieder zu nach den 13 Sekunden. Also das ist vielleicht der einzig positive Aspekt an dieser wirklich schlechten unterirdischen DPM, dass man sich sicher sein kann, wenn man nachgeladen hat, dass man dann wieder zu ist. Ein weiteres Problem, wenn ihr dann hier und da mal Blindschüsse machen wollt, wie das mit anderen mittleren Panzern ganz normal, ganz offensichtlich und auch gewinnbringend häufig ist, wenn man weiß, wo man hinzuschießen hat, dann überlegt man sich das doch mit sowas wie dem Nemesis dreimal. Man möchte eigentlich immer nachgeladen sein, wenn man denn mal wirklich Ziele präsentiert bekommt oder Gegner, zum Beispiel jetzt hier der Skoda, Scheiße bauen, dann kann man da sein. Und so ernährt man sich stetig, aber mühsam. Mal hier einen Schuss, dann wieder 13 Sekunden nachladen, dann wieder da einen Schuss. Und man muss halt eigentlich immer hoffen, aber das kennt ihr ja schon von anderen Panzern wie dem Bofors Tornwagen oder dem 122 TM. Nur die sind halt wenigstens noch besser gepanzert. Ja. Aber man muss halt immer hoffen, dass das eigene Team im besten Falle gut dagegen hält oder wenn sie verrecken, dann halt langsam, dass ihr immer wieder die Zeit bekommt, nachzuladen, euch wieder umzuschauen, zu gucken, was passiert hier gerade und dann auch nicht zu riskante Schüsse machen. Ja, ihr habt es eben in der Runde auf Wadi gesehen, sobald ihr dann anfangt zu versuchen, irgendwie auf 400 Meter ein fahrendes Ziel zu treffen,
Da sieht es dann aber auch mal ganz, ganz schnell ganz, ganz finster aus. So. Ja, das, also mein großes Problem ist halt irgendwie, man, selbst wenn man mal die Initiative hat, ja, wenn man sagt, okay, da kommen wir jetzt in der Runde gleich auch noch dazu, wenn man dann mal irgendwie eine gute Position hat, wo man sagt, okay, wir können jetzt hier rechts, links und Center irgendwas machen, ja, dann ist die DPM halt einfach nicht da. Panzerung, wie gesagt, ist sowieso nicht da. Sobald die Gegner auf eure Wanne schießen können, ist das einfach ein riesen Klotztank und den kann jeder penetrieren. Und jetzt irgendwo aggressiv einen Move zu machen, dafür seid ihr nicht der richtige Tank. So, wir haben da hinten P-43 Ter. Ah, da hat man kurz gesehen, es gibt so leichte Umrisse, aber der steht da halt leider zu gut, weil er relativ flach ist und es ist sehr, sehr schwer, ihn da zu treffen. Und ihr seht hier noch die 0,36 Genauigkeit. Die verlangen halt so ein bisschen einen Zoll. Jetzt kommt hier ein 274A. Der irgendwie sieht aus, als wenn er ziemlich einen High-Ping hat oder so. Da war sich nicht ganz sicher, auf wen er schießen will. Und ich weiß auch nicht, ob das jetzt so gewollt war, dass er da geradeaus über die Straße gegen die Wand fährt. Vielleicht hat er sich auch einfach nur erschrocken, dass hier doch noch 5 Gegner stehen. Keine Ahnung, was man sich dann so dabei denkt. Wir sind jetzt bei 2000 Schaden. KV-4 wäre noch ein gutes Ziel. P-43 wäre noch ein gutes Ziel. Und ich habe jetzt gesagt, okay, 6-7, wir müssen jetzt ein bisschen was tun. Aber wir können jetzt hier anfangen, das Feld mal von hinten aufzuräumen. Und gegen so ein 7er Medium, denke ich, da ist man ganz gut aufgestellt. Auch die Einzelzeit für diese Reload-Zeit ist mir irgendwie suspekt. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, jetzt sind hier gleich 2 Ziele aufgegangen. Nehmen wir erstmal die Su. Natürlich ist die Arti direkt drauf. Drauf, 429 Schaden, jawohl. P-43 steht da, versucht auf uns zu geiern. So, ich hatte jetzt eigentlich gehofft, dass ich hier nochmal einen Schuss loswerden kann. Der Skoda hilft mir, nimmt hier die ISO 122S raus. Jetzt haben wir natürlich nochmal 356 HP verloren. Und jetzt war der Plan, hier auf den Kollegen im P-43 Ter drauf zu fahren. Chariot hier sah so aus, als wenn er da vorne auch noch steht. Das sieht jetzt ganz gut aus für unser Team. So, P-43, kommen wir nicht ran. Der lässt sich auch droppen. Also nehmen wir ihn hier. So, jetzt habe ich mir leider hier noch einen Schuss vom Chariot hier gefangen. Muss warten, bis mein Turm repariert ist. Und da kommt die Arti. Also groß was mit Schaden blocken ist nicht. Groß was mit Ziele bekämpfen ist nicht. Die DPM auch im Late Game oder am Anfang mal schnell 1-2 Schüsse loswerden ist nicht. Ich persönlich, ich bleibe dabei. Für mich ist der Nemesis jetzt nichts, aber wir sprechen dabei nochmal bei... Oder wir sprechen darüber jetzt nochmal bei den Postgame-Stats. Ja, kommen wir zum Schluss noch zu den Postgame-Stats. Die Runde auf Sand River oder Wadi war erster Klasse. 1191 Spotting, 2070 Schaden. 2 Kills haben wir gemacht, gucken wir hier ganz kurz drauf. Und hier sieht man ja auch im direkten Vergleich, ne, der Renegade. Und auch der hatte viele Fehlschüsse. Der hat ja auch an der Arti am Anfang vorbeigeschossen. Aber ja, immerhin hat er hier 3400 Schaden gemacht und die Reload-Zeit etc., ihr habt es gerade gesehen, auch das Gunhandling von dem Panzer, alles andere als schön. Ja, 17.000 Credits plus gemacht, schauen wir hier auf die Runde in Paris, 2. Klasse, 3200 Schaden, 661 Unterstützungsschaden, einen Kill haben wir gemacht, Top Damage, aber auch hier, ja, weiß ich nicht. Man hat halt gesehen, gerade in so Situationen, wo man gegen mehrere Gegner fightet, DPM ist schon wichtig und die DPM beim Nemesis, auch wenn er 420 Schaden macht, 225 Durchschlagskraft, trotzdem, wie gesagt, bei der Reload-Zeit ist es halt einfach zu wenig, was da kommt und ihr müsst euch immer vor Augen führen, das war jetzt hier schon mit erbeutetem Equipment, ne? Und mit Ration. Wenn ihr jetzt noch die Ration weglasst, die Crew nur halb so gut ist und dann eventuell mit Standard-Equipment durch die Gegenfahrt, dann wird das Ganze noch schlechter. Also von daher, meiner Meinung nach, ein Panzer, den man wirklich nicht braucht. Aber wie gesagt,
Es wird ja immer Leute geben, die sagen, oh, ich muss hier aber unbedingt jeden Premium-Panzer im Spiel haben. Ich denke, da gibt es deutlich bessere Varianten. Wenn man mehr Panzerung haben will, zum Beispiel den 122 TM, wenn man was Gleiches haben will mit mehr DPM, vielleicht sogar noch ein bisschen bessere Panzerung, dann den Renegade, aber den Nemesis, ja. Der Name verrät doch einiges und damit, falls euch das Video einen Mehrwert geboten hat, würde ich mich mega über einen Daumen nach oben freuen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!